Freunde, ich habe mal wieder ein kleines Paket aus China bekommen von der Firma Diamond Art Gift. Die lassen sich immer Namen entfallen. Wahnsinn. Ich habe mir da jetzt mal ein paar Aufbewahrungssachen bestellt, weil ja, wenn man andauernd Diamond Painting sich bestellt, dann hat man irgendwann Krams, was man irgendwie ablegen muss. Und dafür habe ich jetzt gedacht, brauche ich mal ein bisschen was. Und dann habe ich diese Teile hier gefunden. Eine Mülltonne? Eine Mülltonne, da kannst du dann deinen Müll drin machen. Da fällt dir auch immer mal auf den Schreibtisch Müll an. Das ist jetzt hier eine richtige Mülltonne. Da kannst du auf den Schreibtisch deinen Müll da drin machen. Diese Kleinkrams, was du immer so hast. Kleine Tütchen oder kleine, alles was so anfällt. Kleinkrams halt. Und dann habe ich mir so kleine Boxen mitbestellt, die man so übereinander stapeln kann. Ist leider hier das untere Teil kaputt gegangen und hier irgendwie das mittlere. Aber mein Gott, die kann man ja übereinander stapeln. Und dann habe ich eben zwei pinke und zwei blaue und dann ist gut. Gut, die kosten auch 6 Euro. Also wenn ich gewusst hätte für 6 Euro, dass die so winzig sind. Man muss eben wirklich immer gucken, wie groß das alles ist. Und wenn das von China hierher geschickt wird in so einer Tüte, wie das ja immer kommt, da kann dann auch mal was kaputt gehen. Ich werde das jetzt auch nicht reklamieren oder sowas. Ich habe es von der Firma hergestellt bekommen, kann ich eh nicht reklamieren. Aber ist halt schade, wenn was kaputt geht. Ja, gut, kommen die in den Müll, die Teile. Ich hätte jetzt gestapelt, in blau, in ja, pink. Ja, jetzt ist mir ja aufgefallen, ich habe dann den Deckel zu viel. Jetzt kann man entweder zwei und zwei nehmen und lassen. Oder man stapelt die eben alle übereinander. Ich würde es ja übereinander stapeln. Gut, dann habe ich den Deckel zu viel, meine Güte. Aber das kann man jetzt wie du gesagt hast, schon umändern. Na komm, auf. So edel aus. Dann hat man das jetzt halt so und so, aber von den Dingern würde ich euch abraten, die bringen echt nur Schmier. Ist jetzt hier wieder so ein Teil abgebrochen, gerade beim Zusammenmachen. Also dieses Ding nehmt nicht. Das kauft lieber in Deutschland, weil das unterwegs eh kaputt geht oder eben nicht so toll ist. Was ich mir immer mal gerne wieder mitbestelle, das sind solche kleinen Sets hier für... Naja, alles, was man so braucht zum Steinchen legen. Jetzt hat man hier einen Schmetterling, wo man 5 verschiedene Steinchenfarben reinmachen kann. Und du kannst hier verschiedene Aufsätze draufschrauben auf diesen Stift, der hier bei ist. Da sind jetzt verschiedene Aufsätze, die man nutzen kann. Dass man einzelne legen kann oder mehrere. Das ist eigentlich immer eine coole Sache. Und du hast hier auch so einen Schieber mit bei, dass du das in eine Reihe schieben kannst, wenn die mal irgendwie... Also, ist schon cool. Schöne Stifte, die man nutzen kann. Dann ist hier natürlich lila Wachs dabei. Deswegen habe ich das alles bestellt. Wofür diese Teile sind, weiß ich nicht. Viereckige Dinger, die man irgendwo... Ah, bin ja bescheuert. Wenn man mal ein bisschen guckt, dann weiß man auch, wofür die Teile sind. Hier sind nämlich Löcher in dem Tablett drin. Und da kommt dann so ein Schmetterling hin. Macht, damit das Loch zu ist. Man kann ja doof sein, aber man kriegt ja trotzdem... Also man kann das Loch dann machen, wenn man es ausschütten genau, will. Genau, wenn du es ausschütten will, machst du das Loch auf und ansonsten hast du es eben zu. Also hätte man nur gleich drauf kommen können. Aber besser spät als nie. Dann hast du hier so kleine Schmetterlinge zum Zumachen. Das ist nicht schon mal... Hätte jetzt einfach nur ein Pfropfen sein können, aber hier ist auch ein Schmetterling. Ne, was? Wenn, dann ist es schon richtig. Dann hast du hier wieder so eine kleine Bürste, wo du das dann so rausfegen kannst. Zack, 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 geht das Loch dann da so durch. Hier hast du nochmal einen großen Schieber, damit du sie in Reihe halten kannst. Diese Dinger sind wohl hier für, damit du Schutz. Fingerchen nicht kaputt machst. Dann hast du hier so einen Schutz zum Anfassen. Oh. Also die denken ja mit, kann man nicht meckern. Und ein kleines Löffelchen, ein Klappspaten. Wo du dann deine Steinchen hier rein oder da raus machen kannst. Also ist schon witzig. Ist schon witzig, was die sich so einfallen lassen. Der klappt so ja hin und her. Also sind ein paar kleine Sachen, die ich mir mal so ausgesucht habe. Wieder. Am besten ist die Mülltonne. Die Mülltonne ist cool, ja. Ja. Also. Für mich jetzt. Für dich? Naja, ich finde die am schönsten von allen. Ja, das ist, also ich finde es cool. Das sind immer mal so kleine Sachen, die man hier brauchen kann. Also Leute, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Ja, coole Mülltonne. Coole Tonne.